Geliebte Menschen, geliebte Menschenfamilie, mit großer Freude lade ich jeden einzelnen von euch ein, an dieser Meditation teilzunehmen. Wir beginnen mit einer Meditation, um uns zu zentrieren und in unsere Mitte zu kommen. Danach werden wir die Botschaft hören. Und nun beginne das Licht von Smarana einzuatmen. Smarana bedeutet, die Nähe Gottes zu fühlen. Und so fühle nun die Nähe Gottes. Spüre das Licht, den Schutz und die unendliche, vollkommene Liebe, welche dich jetzt ganz tief berührt. Atme dieses Licht ein und dehne dich mit diesem Licht so weit aus, wie es dir möglich ist. In diesem Moment erstrahlt dein Herz zu einer goldenen Sonne. Und diese goldene Sonne, sie trägt dich nun in die Ebene der fünften Dimension hinein. Denn du wirst diese Botschaft in der fünften Dimension erhalten. Und so rufe ich die Räte des weißen Lichtes. Smarana, geliebte Menschen, die Energie strömt ein von uns, den Räten des weißen Lichtes. Und wir sprechen voller Liebe und Achtsamkeit heute zu dir. Wir sehen dich, wir sehen deine Seele und dein Lichtkleid. Und wir sehen auch, dass du das goldene Licht der Sonne in dir trägst. Dieses goldene Licht, es spiegelt das Licht der Zentralsonne des Universums, wo alles, was ist, zu Hause ist. Und so haben wir uns auf die fünfte Dimension begeben, um mit dir zu sprechen, um dir die Botschaft der Liebe zu überbringen. Geliebter Mensch, alles ist eins und wir sind die Räte des weißen Lichtes und du, wir sind alle miteinander verbunden und wir sind auch verbunden mit Gottes Liebe und mit allen Wesen aus dem Universum, aus anderen Dimensionen und von anderen Planeten. Geliebter Mensch, doch du bist sehr wichtig. Denn das, was du jetzt in diesen Zeiten entscheidest, hat eine bestimmte Gewichtung für die Zukunft. Deine Entscheidung, dich für das Licht und für die Liebe zu engagieren, ist wichtig für das Weiterkommen der ganzen Menschheit und für das Anheben der Energie von deinem Planeten Erde. Und so sind wir zusammen mit den Plejadern, mit den Arcturianern, Andromedanern, mit vielen außerirdischen Wesen, mit allen Engeln und beobachten, was auf der Erde geschieht. Und wir wissen, dass diese Aufgabe richtig schwer ist, die du übernommen hast. Aber wir wissen auch, dass gerade du diese Aufgabe meistern wirst. Und so haben wir uns entschlossen, dir ein Geschenk zu machen. Wir werden dein Licht
kräftigen. Wir werden deine Energie ausdehnen, um dich maßgeblich zu unterstützen. So empfange nun eine Energieübertragung aus dem Zentrum von allem, was ist. Gottes Liebe strömt zu dir. Gottes Liebe berührt deine Seele. Öffne deine Seele, dein Herz, all deine Sinne, soweit es dir jetzt möglich ist, und erlaube dir, unsere Geschenke anzunehmen. Und die Energieübertragung, sie beginnt jetzt in diesem Moment und sie erfolgt ohne Worte für dich. So ist es geschehen. Wir sehen das Leuchten in deinem Energiefeld und wir sehen, dass dir Gutes geschah. Sei dir bewusst, dass du von uns allen unendlich geliebt wirst. Sei dir bewusst, dass du niemals alleine bist. Sei dir bewusst, dass wir immer bei dir sind. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns von dir und dem Wissen, dass du uns jederzeit rufen kannst. Wir sind für dich da. Smarana. Ich danke euch allen dafür, dass ihr heute hier wart und dass ich diese Botschaft mit euch teilen durfte. Es hat mir sehr große Freude gemacht, für euch zu wirken. Und ich wünsche mir, dass so viel wie möglich Menschen diese wundervolle Energie empfangen dürfen. Und ich weiß ganz sicher, dass dieses Video all diese Menschen erreichen wird, für die es einen höheren Nutzen trägt. Und wenn ihr weiterhin diese Botschaften von mir erhalten möchtet, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren und ich danke jetzt schon aus der Tiefe meines Herzens dafür. Ich wünsche euch alles Liebe und wenn du willst, sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüss.